Von 2003 bis 2019 hat der Wallonische Öffentliche Dienst in Belgien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Naturschutzorganisationen ein umfangreiches europäisches Programm zur Wiederherstellung von Mooren und den damit verbundenen Lebensräumen im Hochland der Ardennen durchgeführt. Dieses europäische Finanzhilfeprogramm trägt den Namen Life Natur und bezweckt den Erhalt, den Schutz und die Wiederherstellung seltener natürlicher Lebensräume und ihrer spezifischen Fauna und Flora. Nach 16 Jahren Arbeit im Rahmen von 6 Life-Projekten in Wallonien wurden in 6.300 Hektar natürlicher Lebensräume umfangreiche Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt, was etwa 40% der offiziell geschützten Gebiete in Wallonien ausmacht und eine Investition in Arbeiten von 20 Millionen Euro bedeutet. Die Fläche der geschützten Moore hat sich um 30% oder 3.650 Hektar vergrößert. Die Erfahrungen und Techniken, die von lokalen Akteuren in der wallonischen Region gesammelt wurden, konnten die lokale Beschäftigung fördern und erhalten, und damit sind diese lokalen Akteure die Garanten für den weiteren Schutz, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung dieser Lebensräume über die Dauer der Europaprojekte hinaus. Alle diese natürlichen Lebensräume sind Teil eines ausgedehnten, ganz Europa umfassenden Netzwerks, dem sogenannten Natura 2000 Netz. Die Herausforderung bei Life-Projekten besteht darin, die Verbindung zwischen den verschiedenen Lebensräumen des Natura 2000 Netzes in den Ardennen zu verbessern. In der wallonischen Region auf den Ardennenhöhen wurden 6 Life-Moor-Restaurierungsprojekte zwischen der deutschen Grenze im Nordosten der Ardennen und der französischen Grenze im Südwesten umgesetzt. Jedes Projekt trägt zum Anlegen von Korridoren für die Verbreitung von Fauna und Flora bei und ermöglicht die Schaffung eines nahezu kontinuierlichen ökologischen Netzwerks über die gesamten Ardennen. Auf den Höhen der Ardennen sind die ökologischen Herausforderungen dieser Projekte von entscheidender Bedeutung. All diese hochgelegenen Moorgebiete tragen zur Wasserspeicherung und Wasserfilterung bei. Oft wird es dann als Trinkwasser gewonnen. Die bessere Akkumulation und Rückhaltung von Wasser nach der Wiederherstellung dieser Habitate geht einher mit einer Zunahme der Biodiversität sowohl für Tier- als auch für Pflanzenarten. Die Restaurierungsarbeiten, die sie entdecken werden, bezwecken die Wiederherstellung der Lebensräume der Ardennen, so wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts aussahen, vor der systematischen Entwässerung der Moorböden und der massiven Fichtenanpflanzung. Eines der Hauptanliegen der 6 Projekte war es daher, die Landschaft durch Rodung zu öffnen, dort wo auf ungeeigneten Böden vorher Fichten gepflanzt wurden. Im Laufe der 6 Projekte wurden so mehr als 2500 Hektar Fichten abgeholzt, wodurch die Verbindungen zwischen Heide- und Moorflächen wiederhergestellt wurden. Wahrhafte Korridore wurden somit angelegt und große Zugvögel wie Kraniche nutzen sie gerne. Seit Beginn der Projekte sind Rastübernachtungen in den bearbeiteten Flächen viel häufiger. Neben der Abholzung von Heide- und Moorflächen auf den Höhen wurden zahlreiche durch Fichtenanpflanzungen geschlossene Täler zu ihrem natürlichen Fazies zurückgeführt. Das sich allmählich wiederbelebende Mosaik der natürlichen Lebensräume trägt zum Reichtum dieser feuchten Täler bei. In gewissen Tälern reichte das Fällen einiger Nadelbäume zwischen den Laubbäumen, um den natürlichen Aspekt wiederherzustellen. In unseren Regionen werden alle offene Landschaften schnell wieder von Sträuchern und Bäumen besiedelt und bewalden sich. Dies scheint ein universelles Naturgesetz zu sein. Alle, mit Ausnahme von Hochmooren und anderen Moorgebieten, die ausreichend feucht sind, oder naturnahe Landschaften wie Heideflächen, in denen landwirtschaftliche Techniken eingesetzt werden, um sie gewollt offen zu halten. Um beschädigte Torfmoore wiederherzustellen, wurden wasserfördernde Arbeiten wie das Abplaggen und Bewässerungen durchgeführt. Während das Versiegeln von Gräben den Wasserverlust reduziert, dient die Überflutung großer Flächen durch das Anheben von Deichen der Rückführung in die Anfangsphase der Moorentwicklung.
Restaurierungsarbeiten durch Abplaggen wurden in Torfmoorflächen ausgeführt, nur noch von Pfeifengras bewachsen. Innerhalb von 16 Jahren Projektlaufzeit hat man große Erfahrung gesammelt. Das erlaubt heute, die charakteristische Vegetation von Heide- und Moorflächen anstelle von monotonen Pfeifengrasflächen wiederherzustellen. Torf, der durch das langsame Ansammeln von teils intaktem, teils wenig zersetztem Torfmoos entsteht, bildet sich allmählich wieder. Trockene oder nasse Heideflächen können sehr schnell von Birken besiedelt werden. Dies mag interessant sein, da ein Mosaik von Lebensräumen vorbereitet wird. Nasse Moorflächen und einige Heidegebiete werden offen bleiben, abwechselnd mit Laubwäldern. Die Reparatur von periglazialen Formationen wie die Talsen, deren Lehmwälle entwässert wurden, um die Torfgewinnung zu fördern, ist eine weitere nützliche Maßnahme in Torfmooren. Von oben betrachtet sind die Talsen kreisförmige oder längliche Formationen, die von einem Ringwall mit Heidekraut bewachsen sind. In diesen Becken haben sich über Jahrtausende Torfmoos und andere wenig zersetzte Pflanzen in Form von Torf angesammelt. Dies sind extremreiche Habitate, die in vollem Umfang an der biologischen Vielfalt der Torfmoore teilhaben. Die Wiederherstellung von Hochmooren ist für viele Arten von Vorteil. Folgende Bilder veranschaulichen die Ergebnisse der Restaurierungsarbeiten in offenen Moorlandschaften und die Anziehungskraft dieser Standorte für die Artenvielfalt. Zusätzlich zu den Sanierungsarbeiten an den wenigen verbleibenden Moorflächen wurden viele Wasserrückhaltesysteme angelegt. In Fichtenkahlschlägen auf moorigen oder sehr feuchten Standorten. Zur Bepflanzung dieser wasserhaltigen Böden waren Drainagegräben angelegt worden. Sie wurden versiegelt und gleichzeitig erbrachte das Anlegen von Teichen und Mardellen eine Attraktivität über unzählige Hektar der Hochanden. In manchen Fällen wurden Privat- oder Gemeindegrundstücke auf die gleiche Weise erschlossen. Die freiwillige Beteiligung dieser Eigentümer verstärkt die Verbindungen und trägt wesentlich zum Zusammenhalt des wiederhergestellten ökologischen Netzwerks bei. Einige Privatgrundstücke konnten durch die Projekte erworben werden. Diese Flächen werden hauptsächlich zu Naturschutzgebieten im Besitz der Wallonischen Region oder in einigen wenigen Fällen
durch Naturschutzverbände bewirtschaftet. Nach der Entfichtung sind die seit langer Zeit drainierten Böden besonders günstig für die Entwicklung der Naturverjüngung von Laub- oder auch Fichtenbäumen, die allerdings in regelmäßigen Abständen beseitigt werden. Pionierarten wie Birke, Weide, Eberesche und Espe etablieren sich schnell. In vielen Fällen wurde diese spontane Entwicklung von Laubholz genutzt, um natürliche offene Wälder wiederherzustellen. Lokale Anpflanzungen mit einheimischen Laubholzarten wurden angelegt, um die Rückkehr des artenreichen Waldes zu beschleunigen. Auch wurden die seltenen Wacholder geschützt und rekonstruiert. Wenn die Anzahl an Wildschweinen und Hirschen zu hoch ist, werden die jungen Laubholzpflanzen eingezäunt, um somit deren Wachstum sicherzustellen. Einige alte Buchenwälder wurden vor dem Wildtierverbiss geschützt, um die Naturverjüngung und die spezifische Artenvielfalt zu gewährleisten. Die schlecht wachsenden Fichtenmonokulturen sind zu Laubbeständen geworden. Durchwachsen von Moorflächen, Gewässern, trockene und feuchte Heideflächen. Im Frühjahr schwingt die Luft im Gesang unzähliger Vögel, wie der Kuckuck, bevor er ins ferne Afrika zurückkehrt. Raubwürger aus Russland oder Skandinavien überwintern an den durch LIFE-Projekte restaurierten Standorten. Andere nisten dort häufig, solange sie Ansitzwarten finden und große offene Flächen mit einigen wenigen Hochbaumgruppen. Dort trifft man auch den Neuntöter und das Schwarzkehlchen an. Diese herrlichen offenen Landschaften, reich an Tier- und Pflanzenarten, sind auch für Naturliebhaber attraktiv. Vielerorts wurden im Rahmen der Projekte Beobachtungstürme oder andere Empfangsstrukturen angelegt. Neben Moorflächen bestellen LIFE-Projekte auch Auen und Feuchtwiesen in nassen Tälern. Einige zu nasse oder zu magere Parzellen liegen seit Jahren brach. Eine restaurierende Maat zur Erhaltung dieser Wiesenflächen ist unerlässlich vor einer extensiven Viehbeweidung. Zur selektiven Erhaltung der Vegetation werden Schafe, Kühe und Pferde eingesetzt. Es sind rustikale Rassen, die an die harten Bedingungen der Ardennen und ähnlichen Klimazonen mit kargem Umfeld angepasst sind. In den letzten Jahren haben die Projekte innovative Techniken eingeführt. Um eine übermäßige Farnentwicklung zu vermeiden, wurden große Flächen von Adlerfarnen durch schwere Rollen zermalt, die von Zugpferden gezogen werden. Die gebrochenen Stängel schwächen Jahr für Jahr das Farn, das zum Nutzen der Heideflächenarten zurückgeht. Eine Hochburg der Fortpflanzung für die Dorngrasmücke, die sich das Gebiet mit dem Neuntöter und dem Baumpieper teilt.
Moderne kleine Raupenmäherwerke wurden getestet, um alternde Rauschbeeren und Heidekrautflächen aufzufrischen. Diese Techniken sind kostspielig, aber man denkt sie nur gelegentlich höchstens alle 15 bis 20 Jahre durchführen zu müssen. Nach Tausenden von Arbeitsstunden und 16 Jahren Erfahrung in den 6 Projekten ist es gelungen, die Biodiversität der Heideflächen, der Moore, der natürlichen Laubwälder und der Feuchtwiesen auf den Ardennenhöhen und in den Talauen zu verbessern. Diese Techniken wurden sowohl in Kernbereichen der Torfmoore als auch in Randgebieten angewandt, um eine Vernetzung der natürlichen Lebensräume von der deutschen bis zur französischen Grenze zu gewährleisten. Ende 2019 endete das letzte der 6 europäischen LIFE-Projekte zur Wiederherstellung von Moorflächen. Und es ist nun Aufgabe der wallonischen öffentlichen Dienste und einiger Naturschutzverbände, die Verantwortung für die Nachhaltigkeit der Wiederherstellung zu übernehmen und zu gewährleisten, auch nach LIFE. Durch den Schutz der Heide- und Moorflächen hat die wallonische Region zusammen mit ihren Partnern die von Natura 2000 erfassten Gebiete vergrößert und ihren Erhaltungszustand verbessert. Sie fördern die Entwicklung und sogar die Rückkehr von charakteristischen Arten und verbinden die Habitate miteinander. Und sie ermöglichen langfristig den wiederhergestellten Mooren ihre CO2-Fixierkraft zurückzugewinnen. Diese LIFE-Projektdynamik verbindet den Menschen erneut mit der Natur. Ob Bauern, private oder öffentliche Besitzer, Unternehmer, Fachkräfte in Umweltberatung oder einfach Spaziergänger und Naturliebhaber. Sie alle werden von dieser zurückgefundenen biologischen Vielfalt der Ardennen profitieren.